Hallo und herzlich willkommen zu Politcast Spezial. Wir haben unser Studio an der Höfligasse 3 eingerichtet. Die Räumlichkeiten haben uns die Werbeagentur Herger Imholz und die New Urner Zeitung zur Verfügung gestellt. Die Sendereihe ist ganz etwas Besonderes. Die nächsten 5 Sendungen könnt ihr nicht nur hören, sondern auch schauen. Aber auch sonst sind die Sendungen anders als die anderen. Wir schauen mit jungen Politikern und Politikerinnen in die Zukunft von unserem Kanton. Wir haben Vertreter von der jungen CVP, der jungen SVP, der Jungfreisinnigen und sogar von der JUSO, die eigentlich momentan nicht aktiv sind. Der Kanton Uri ist ein Bergkanton und wir alle lieben unsere Berge. Gerade im Verkehr sind die Berge aber ein Hindernis. Als Kanton am Gotthard hat uns schon immer die Frage beschäftigt, wie man den Gotthard am besten über- oder durchqueren kann. Im Moment wird diskutiert, ob wir eine zweite Strassenröhre bauen sollen, jetzt, wo doch gerade Neod aufgeht. Was bringt uns der längste Tunnel der Welt, wenn wir ja nachher gleich wieder mit dem Auto ins Tessin fahren? Moderiert wird die Sendung von Tobias Arnold und Christian Arnold. Ja, wir haben schon in der ersten Diskussion eine ganz spannende Runde, die ich begrüssen darf bei mir. Auf dieser Seite der Sebastian Züst, Mitglied von der SP Uri, der Linus Öchslin, Mitglied von der Jungfreisinnigen im Kanton Uri, der Flavio Giesler, Landrat von der Jung-CVP aus Schattdorf und der Tobias Bühme, er ist Präsident von der Jung-SVP Uri. Flavio, die erste Frage möchte ich gerade an dich richten. Ihr habt ja im Jahr 2011 an vorderster Front gekämpft gegen eine zweite Röhre, wo das Zürner Stimmvolk euch gefolgt ist. Jetzt kommt es höchstwahrscheinlich zu einem nationalen Showdown. Jetzt müsst ihr wahrscheinlich befürchten, dass ihr den Kampf gleich verliert. Nein, also national habe ich eigentlich nur sehr weniger Angst. Weil ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die ich kenne von, ich sage jetzt Regionen, gerade Bern, Zürich und so, gerade die bevölkerungsreichen Regionen. Und die haben natürlich mehr oder weniger täglich Stau, oder? Und Strassen, die eigentlich schon lange etwas gemacht werden. Und die sagen einfach, ja, wenn man es schaut, verhältnismässig, ist es einfach, müsste jetzt dort das Geld investiert werden. Darum bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es national auch klappt. Also, ich habe das Gefühl, also wenn man einfach so mal hört. Und das andere ist halt einfach, mit dieser Lesung, die vorliegt vom Bundesrat, sind einfach ein Haufen nicht zufrieden. Weil sie sagen, das ist einfach nicht eine glaubwürdige Lesung. Oder? Also, wir wollen nicht Geld ausgeben für eine ganze Lehre, dann brauchen sie nachher nur halb. Oder? Also, das ist das, was man gehört. Aber Tobias Bühme, die Lesung, das war eigentlich eure Lesung im Jahr 2011. Im Urner Volk habt ihr verloren. Wie siehst du das? Hast du mehr Zuversicht, wenn es auf der gesamten Schweizer Ebene zur Abstimmung kommt? Ja, ich denke schon, dass es auf schweizerischer Ebene, dass es dort das Interesse gross ist, dass der Gotthard ausgebaut wird. Aber auch, weil dort zum Beispiel auch das Tessin mitreden kann, das Tessin, wo wirklich direkt betroffen wäre von einer Sperrung oder von einer Teilsperrung. Und dass dort natürlich auch ein bisschen Werbung gemacht wird. Und aber die Zürcher, die zum einen vielleicht sicher der Meinung sind, wir sollten das Geld gescheiter binnen investieren. Auf der anderen Seite aber auch sagen, ja, wenn ich in die Ferien gehe, jedes Mal, vor allem in der Ostern, da 5-6 Stunden vor dem Gotthard stehen. Das sind halt auch solche Argumente, die mitspielen, oder? Die Schweiz besteht ja nicht nur aus den Tessinern, sondern auch viele andere. Wenn du alle Argumente zusammen anschaust, glaubst du effektiv, dass ihr noch eine Chance habt mit der zweiten Röhre? Ja, ich denke wirklich, dass es Gesamtschweizer ist, dass es eigentlich auf ein Ja zur zweiten Röhre wird auslaufen. Linus Öchslin, ihr von der Jungfreisinnigen kämpft ja ein bisschen Seite an Seite mit der jungen SVP. Was sind eure Argumente, warum man eine zweite Röhre bauen? Ja, sicher. Ein wichtiger Punkt ist eigentlich, dass wenn wir dann, das steht ja jetzt eine Sanierung bevor, und dass es von dem her einfach vernünftig ist, dass man eine zweite Röhre baut. Weil es ist zwar, es ist teurer, das ist sicher unbestritten, aber es ist auch nachhaltiger, weil 40 Jahre nachdem man den Tunnel saniert hätte, müsste man ihn wieder sanieren, man wäre wieder vor dem gleichen Problem. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, warum wir eigentlich dafür sind, weil wir finden, es ist eine nachhaltigere Lösung. Sebastian Züst, ich möchte noch das Gespräch einbeziehen. Warum sind ihr dagegen? Ja, wir sind dagegen, weil als erstes, was immer vergessen wird, muss ich auch noch sagen, eine Sperrung passiert sowieso, eine Teilsperrung auch mit der zweiten Röhre. Ja. Und auch dort wird es wirtschaftlich einbussen. Das wird immer wieder vergessen in der Diskussion. Wir sind dagegen, weil
das vorliegende Konzept einfach nicht glaubwürdig ist, wie der Flavio das schon gesagt hat. Ich glaube nicht, dass zwei Röhren gebaut werden und nur eine spurig befahren werden. Das ist geht ein paar Jahre und dann wird das Gesetz geändert. Und was für mich ein wichtiges Argument ist, wir haben ein Milliardenprojekt, NEAT, ein europaweites Riesenprojekt, das weltweit Aufsehen erregt, das auch wertvoll ist für die Verlagerung des Schwerverkehrs. Und wir haben gleichzeitig eine zweite Röhre instand setzen, die genau das Projekt konkurrenziert. Das ist für mich dann, wenn man schon von Wirtschaft redet, was also der SVP und der FDP auch sehr wichtig ist, eigentlich gerade wirtschaftlich sehr sinnlos. Gut, zur NEAT kommen wir ganz sicher noch, das werden wir sicher auch noch diskutieren. Sebastian, du hast da durchgeschaut und hast gefragt, ja, können wir dir glauben, dass wenn es in 30, 40 Jahren dann, so weit ist, dass wir eine zweite Röhre hätten, dass dann die tatsächlich nur je einspurig befahren wird. Könnt ihr da sagen, das stemmen wir nachher auch in Zukunft dafür ein, dass nicht plötzlich vier Spuren offen sind? Ja, ganz sicher, weil wir haben ja gesagt, eben, wir sind dafür, dass einspurig befahren wird, aber jede Richtung. Weil durch das hast du natürlich auch, wenn in einer Röhre etwas passiert, hast du noch auch eine Spur wirklich frei, wo du kannst Zugang für Rettungsfahrzeuge und so weiter ermöglichen. Unter anderem wegen dem. Und zweitens, klar würde es mehr Verkehr bringen, wenn du zwei Spuren offen hättest. Darum sagen wir eine Röhre. Wir wollen keine Kapazitätserhöhung. Wir wollen ja Hand in Hand mit dem Alpenschutzartikel gehen, wo sie eigentlich eine Maximaldurchfahrtzahl regelt, theoretisch. Wird schon heute leider nicht eingehalten. Aber wir wollen dort wirklich Hand in Hand gehen und darum stellen wir dazu, wir sagen eine Spurung pro Röhre und wir wollen das auch weiterhin vertreten. Du hast vorhin schon auf einen Stau angesprochen. Wenn es weiterhin so viel Stau gibt, der Stau wird wahrscheinlich noch zunehmen. Was sagen dir denen, wo ich sage, jetzt haben wir zwei Röhren, je mit zwei Spuren, wieso machen ihr das nicht auf? Das Problem, durch das ist ganz klar. Dann fährst du irgendwann einen Schaden an Ostern und sagst, über Ostern machen wir beide Spuren auf. Und dann kommt es immer auf immer kleinere Sachen. Dann kommst du irgendwann, wenn du Wartezeiten von einer halben Stunde hast, fährst du schon mit zwei Spuren an. Und durch das macht es dann gar keinen Sinn mehr, dass wir sagen, nur eine Spur. Weil wir stehen dazu, eine Spur betreiben und das bleibt so, auch wenn es Stau gibt. Weil sonst ist es einfach immer ein bisschen, ja, weißt du, es ist jetzt nur ein bisschen unter dieser Schwelle. Komm, wir machen es trotzdem. Komm, wir machen trotzdem beide Spuren auf. Also du gibst hier Zusicherungen, werden in Zukunft, in den nächsten 50 Jahren, konsequent gegen jegliche zweispurige Befahrbarkeit von diesem Tunnel eintreten? Wenn sich die Situation nicht grundlegend verändert gegenüber heute, dann ist es so. Dann stehen wir dafür ein, dass wir sagen, eine Spur. Wir haben gesagt, eine Spur. Wir sind weiterhin dafür, eine Spur. Flavio, das klingt doch eigentlich ganz gut. Er gibt jetzt ja Versprechen, 30 Jahre. Ja, klar. Bleibt es zweispurig. Ihm nehme ich das auch ab, weil er ist ein Junge. Er war damals noch nicht dabei gewesen, wo schon andere Vorlagen da waren, oder? Aber wir haben natürlich, wenn man schaut, was wer im Moment sich einsetzt für die Vorlage, national vor allem, aber auch im Kanton Uri, das sind eigentlich praktisch alles Leute, wo damals eigentlich schon für zwei vollbefahrnige Rehren gsi sind. Also, da möchte ich gerade mal einhaken. Die Reisidorbüme ist auch dabei. Also bei einer Partei sind ja auch nicht alle der gleichen Meinung, sage, oder? Die einzige Partei, die es gewisse gegeben hat, wo jetzt, sage ich jetzt, das glaubt mit Gesetz, dass es nachher wirklich nicht zweispurig befahren, gibt es in der CVP Leute, wo jetzt da dafür sind und damals nicht gewesen sind, aber die Grästen und die natürlich voll kämpfen dafür, sind die meisten Serien, die schon in den Abstimmungen, die wir hatten, für zwei vollbefahrene Röhren gewesen sind. Ich glaube es einfach denen, nehme ich das einfach nicht ab. Und das sind, es sind mehr als zwei Drittel von denen, die sich einsetzen. Und wir wissen es, wir haben den Kanton Uri jetzt schon fünfmal, glaube ich, über das abgestimmt und irgendwie versucht man es immer und jetzt kommt man mit irgendeiner so Zwischenlesung, wo man sagt, ja, man tut das gesetzlich verankern, aber man weiss genau, das ist ja schnell umgestossen. Und kommt noch dazu, das hast du bis jetzt auch noch nicht gehabt. Der Druck von der EU ist natürlich jetzt schon gross. Und der wird in Zukunft noch steigen, wenn wir jetzt, sage ich jetzt denen, das Loch neu aufmachen. Gut. Das ist ja lange wettet. Du sprichst jetzt gerade der EU, das führt mich gerade zum nächsten Thema. Ich will hier ein bisschen über den Gotthard abschließen und zum nächsten Tunnel kommen, wo der Kanton Uri in Zukunft wird bewegen. Das ist die neue europäische Alpentransversale, kurz die NEAT. Ich möchte die Diskussion führen, bezogen auf den Kanton Uri. Und die erste Frage gerade an dich, Linus. Was hast du das Gefühl, wie schaust du, bezogen auf die NEAT, die Zukunft für den Kanton Uri? Kann der Kanton Uri von diesem Projekt profitieren? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ja, ich möchte vielleicht noch kurz noch die Brücke einfach noch mal schlagen. Von der NEAT, dass man das gesamteinheitlich anschaut, einfach aus im Verkehr im Allgemeinen.
dass einfach das Problem besteht, dass ich es finde, wir stehen jetzt beim Gotthardtunnel, im Strassentunnel, vor der Beseitigung von einem Engpass. Ein Engpass, der wird entstehen durch die Schliessung. Die Schliessung haben wir sowieso. Wenn wir keine zweite Röhre bauen, haben wir eine erheblich längere, Schliessung. Und da finde ich es einfach, man soll nicht den Kredit vom ÖV bei den Autofahrern ganz verspielen. Wenn man NEATS mit Hilfe der Autofahrer finanzieren, durch den Fonds, der maßgeblich auch so umfinanziert wird, und der Straßenverkehr wäre ja grundsätzlich selber finanzierbar, im Gegensatz zum ÖV im Moment. Und dann tut man den Gotthardtunnel schließen, NEATS geht auf, und dann ist für 2,5 Jahre wäre der Tunnel zu. Und das verstehe ich jetzt aus Sicht des Autofahrers, kann ich dann halt den Ärger natürlich nachvollziehen. Okay, aber er hat dich gefragt, was der Kanton Uri von der NEAT hat. Was hat der Kanton Uri von der NEAT? Ja, der Kanton Uri hat von der NEAT, es ist sicher wichtig, dass man durch die Strategie, die der Regierungsrat aufgeleistet hat, mit dem Schwerpunkt Bahnhof Altdorf, dass wir da eine Haltestelle sicher behalten können, auch von den überregionalen Zügen. Wir sind ja auch schneller im Tessin, wir sind schneller zu Mailand. Wir haben dann, ja, wenn man Mailand will, Match schauen oder so, ist man noch eine Stunde schneller drin, wenn der Generi offen ist. Also von dem her ist es sicher auch für die privaten Leute eine Verbesserung. Sebastian, was siehst du im Zusammenhang mit der NEAT? Positiv oder negativ? Ich sehe positiv Qualitätssteigerung des Lebensumfelds, das wir hier haben, eine Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, vor allem vom Schwerverkehr, wo wir ja trotz Verfassungsartikel seit 20 Jahren noch nicht geschafft haben. Es ist ein Projekt, das uns wird Lärmbelastung abnehmen, das uns ökologisch wird unterstützen, wo der ÖV wird fördern. Und mein Ziel ist, den ÖV zugunsten des Autoverkehrs zu fördern. Ich denke, jeder, der auf einen ÖV kann und soll das auch probieren machen, weil es ist schlussendlich für unsere Ökologie wertvoller. Ich glaube, das ist auch ein Solidaritätsgedanke, der mir wichtig ist. Es geht nicht um das Eigeninteresse von uns Mobilisten schlussendlich. Es geht auch ein bisschen um das Gesamtwohl. Und ich denke, die NEAT ist da sehr ein gutes Projekt dafür. Und gerade die zwei Röhren wird das, und man kann es nicht unabhängig voneinander anschauen bei dieser Diskussion, ist einfach nicht möglich, wird das gerade sehr stark konkurrenzieren, meiner Meinung nach. Und das sehe ich eigentlich gefährlich. Du sagst, man kann es nicht unabhängig anschauen. Tobias, da möchte ich die Frage an dich richten. Jetzt bauen wir die NEAT, das ist ein riesiges Projekt, das kostet wahrscheinlich 24 Milliarden am Schluss. Und jetzt wenn die noch die zweite Gotthardröhre. Geht das denn zusammen? Am Schluss haben wir 3 Tunnel, 3 Löcher durch den Gotthard. Wie könnt ihr das vereinbaren? Das Problem ist zum einen, man macht jetzt zwar ein NEAT, ein Loch mehr, das ist zwar gut an sich, man muss aber immer sehen, die Zubringerstrecken zum einen, die sind noch nicht fertig, die sind auf absehbare Zeit wahrscheinlich noch nicht fertig, die Italiener zahlen mir jetzt sogar noch etwas, das sie bauen, also was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache wäre. Und eben die Kapazität der Zubringerstrecken ist noch nicht, man muss zum Teil jetzt noch auf einen Umbau von 3,8 Meter auf einen 4 Meter Korridor, dass auch die heutigen Container durchpassen. Und eben durch das, dass du Kapazität eigentlich auf den Zubringer gar nicht hast, kannst du gar nicht wirklich eine Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene machen. Durch das brauchst du eigentlich weiterhin die Möglichkeit, auf der Straße die Alpen zu durchqueren. Flavio? Ja, also ich sehe eigentlich beides. Also auf der einen Seite muss man sicher den öffentlichen Verkehr fördern und sicher auch im Straßenverkehr kommt das zu gut, habe ich das Gefühl. Wenn man das schafft, wirklich endlich etwas verlagern, kommt sicher auch in der Straße etwas gut, weil natürlich weniger Lastwagen eigentlich dort drauf sind. Das kommt auch jedem Privaten, der da durch den Gotthard fährt, sicher zu gut. Und das ist sicher, das finde ich vor allem ein Positives gesehen. Das, was der Linus gesagt hat, und ich auch völlig unterstütze, halt im Kanton Uri, das wäre natürlich wichtig, sind unsere Leute engagiert, so wenn ich informiert bin. Und ich glaube, es sieht nicht so schlecht. Also die Türner sind engagiert, aber es scheint ja dann schwierig zu sein, dass man das auch national durchstieren kann, oder? Ja, also wir haben ja vor einiger Zeit eine Petition eingereicht in Bern, wo alle Parteien dabei waren damals, oder? Und was ich gehört habe bis zuletzt, ist eigentlich noch positiv gewesen, dass es könnte so weit kommen. Die Frage ist natürlich, wie viel das wir haben. Ob ihr in der Stunde einen haltet oder einen Tag, das wäre weniger gut. Wie sehen Sie das mit dem Urner Oberland, wo ja dann so ein bisschen fast Verlierer sind, Sebastian? Verlierer von? Wenn nachher die NEAT eigentlich offen ist und man geht in Erstfeld durch den Berg ins Urner Oberland, wo dann nur noch so eine nostalgische Schienenstrecke ist. Ich denke, erstens ist auch das Urner Oberland ein Teil des Kanton Uri.
Ich habe immer ein bisschen Mühe, wenn Gemeinden nur für sich schauen. Das ist eine Realität, aber nichtsdestotrotz muss ich es nicht einfach annehmen. Ich denke, die Lebensqualität im Kanton Uri steigert zum Urner Oberland. Und gerade das Urner Oberland ist ja sehr betroffen vom jetzigen Verkehr im Gotthardbereich, wo sicher dann eine Entlastung auch wird erleben durch eine NEAT. Und von dem her bin ich sicher, dass auch das Urner Oberland sehr kann profitieren von dem. Also ich sehe nicht, dass die nicht profitieren sollten. Linus? Ja, also es ist ja dann auch jetzt das Projekt, dass man dann die sogenannte Scheitelstrecke, also der alte Gotthardtunnel, dass man dann den auch mit dem Regionalzug befahren, einfach im Stundentakt. Ich denke, das ist sicher gut für die Leventina und für das Oberland, oder? Ja, da finde ich, dass da Bemühungen in Gang gesetzt worden sind, das ist sicher wichtig. Gut, ich möchte am Schluss nochmal konkreter so ein bisschen den Aspekt Gotthard und NEAT. Wir haben jetzt das sehr stark nebeneinander diskutiert. Zuerst über den Gotthard, dann über die NEAT. Ich möchte jetzt nochmal in Zukunft schauen, was passiert, wenn wir die NEAT haben. Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen und ich habe dich gefragt. Ich möchte jetzt dich, Linus, auch nochmal fragen. Ihr seid auch für eine zweite Lehre. Aber gleichzeitig haben wir die NEAT. Hast du nicht das Gefühl, dass, wenn wir eben die NEAT haben, dass es dann die zweite Lehre nicht braucht? Nein, das habe ich absolut nicht das Gefühl. Also, die zweite Röhre, das ist für mich, ich kann die Kritik sicher verstehen, eben, dass man dann Angst hat, irgendwann wird dann das Gesetz wegen dieser Kapazitätsgrenze, dass das mal ausgehebelt wird. Darum finde ich es wichtig, dass man es dann auch, dass man es auch ins Gesetz, die Verfassung schreibt, oder? Das ist eigentlich sonst, sagen wir mal, etwas Außergewöhnliches, dass man so etwas in die Verfassung schreiben muss. Man tut auch weitere Sachen wie Dosierung und alles, wird man ja dann auch festlegen, wie viele Lastwagen durchfahren und so. Und ich finde, das ist schon auch ein Zeichen vom Bundesrat, dass er das ernst meint. Und es braucht einfach politische Wille, dass man an dem festhalten will. Aber für das, allein aus das ist es einfach vernünftiger, weil es kostet nicht, auch die Sanierung wird viel kosten. Auch die Sanierung ist ein Kostenpunkt. Und man soll die zweite Röhre mehr eigentlich jetzt das Problem belösen für eine dauerhaft stetige Verbindung, verlässliche Verbindung auf Norditalien ins Tessin anschauen. Und auch vielleicht ja, Patriotismus gegenüber dem Tessin, oder? Dass die auch eine dauerhafte Verbindung haben. Und auch die Tessiner haben heute schon das Problem, dass sie teilweise, wenn es gesperrt ist, ist ja pro Woche über eine Stunde lang ist der Gotthardtunnel gesperrt. Mhm. Nach der Nacht ist er teilweise gesperrt wegen Sondertransport. Gut, ich möchte gerade mal beim Tessin dann eine stetige Verbindung. Du hast ein Stichwort gebracht, Tessin. Flavio, dich gefragt. Liegt der Tessiner nicht euch am Herzen? Doch, sicher. Also, sie sind absolut sympathische Menschen, vor allem, finde ich. Also die meisten. wir schneiden sie natürlich nicht ab, auch während der Sanierung nicht. Es gibt ja da Lesungen, die der Bundesrat ja selber gebracht hat, wo er eigentlich zuerst auf dieser Schiene hat wollen fahren, dass es absolut machbar ist, auch den Personenverkehr und auch den Schwerverkehr da durchzubringen, auch auf der Straße. Wo man halt mit Verladlesungen arbeiten muss. Aber es ist jetzt noch unser gesicherter Bericht, den das Astra gemacht hat, den sie eigentlich nicht wollten, dass er in die Öffentlichkeit kommt. Die NZZ hat jetzt herausgefunden, dass es schlussendlich längerfristig, auch wenn wir das zweite oder das dritte Mal mentionieren, dass es schlussendlich immer noch billiger kommt, wenn man das ohne zweite Rede macht, also Milliarden billiger. Und von dem her finde ich es wirtschaftlich auch eine sinnvollere Lesung, wenn wir es ohne zweite Rede machen, wenn wir sowieso entweder nicht ganz brauchen oder wenn wir es ganz brauchen, machen wir eine Kapazitäterhöhung. Also für mich kann es nur schlechter kommen. Gut, die Zeit schreitet voran, wir sind schon fast am Ende. Ich möchte dich am Schluss bitten, wirklich ganz kurz eure Vision zu schildern in 30 Jahren. Wie viele Löcher haben wir durch das Gotthardmassiv im Kanton Uri? Ganz kurz, Sebastian. Das Ziel muss sein, Lebensqualität steigern im Kanton Uri, was auch dazu führt, dass mehr Leute würden zuziehen, weniger Leute würden abwandern, wirtschaftlich attraktiv werden. Und das bedeutet im Verkehr Lärmbelastung, Ozonbelastung abnehmen. Für das haben wir eine NEAT und wir müssen keine Konkurrenz bauen durch die Gotthardröhre, durch die zweite. Und ich bin der Meinung, dass die Seite, die zweite Röhre das befürwortet, auch nicht der Befürworter ist vom Alpenschutzartikel, auch wenn sie das sagen, das ist nicht glaubwürdig. Und darum nein zu dieser zweiten Röhre. Gut. Linus, ganz kurz. Ja, ich hoffe, dass wir in 30 Jahren nicht mehr sich Sorgen machen, dass irgendwann wieder die Verbindung gehabt werden kann. Also, dass die Verbindung wieder einfach nicht dauerhaft garantiert ist, dass wir mit zwei Röhren einfach wirklich die Sicherheit haben, dass es immer wird laufen. Wir werden dann auch eine Lösung haben für immer wieder folgende Sanierungen.
Und das Problem wird so gelöst, es kann das Vorbild sein für andere Pässe, für andere Verbindungen, dass das eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache ist mit zwei Röhren. Tobias? Ja, ich hoffe, dass wir in 30 Jahren nicht wieder am gleichen Punkt stehen, nicht wieder über das gleiche Thema diskutieren müssen, sondern ich denke, dass wir bis dort vier Löcher haben, also eben zwei Strassentunnel, die Alt-Gotthard-Strecke plus jetzt eben die NEAT. Und durch das auch die Sicherheit auf der Nord-Süd-Achse könnt steigern, eben durch einspurigen Verkehr pro Tunnel. Flavia? Also ich denke, meine Meinung habe ich kundgetan. Für mich ist vor allem mal wichtig, dass man das in 30 Jahren noch Bergstrecke, also die bisherige Strecke, noch erhalten bleiben würde. Ja, das wäre für den Kanton Uri sehr wichtig, finde ich, dass wir da jetzt Oberland erschlossen haben und da sicher auch einen touristischen Wert hat. Ja, wer weiß, wir werden es sehen in 30 Jahren, wie es dann wird aussehen. Ich danke euch allen für die angeregte Diskussion. Vielen Dank. Sie. Ja, das war es von unserer Sendung zur NEAT und der zweiten Rehre. In der nächsten Sendung geht es um das geplante Wintersportzentrum in Andermatt und um das regionale Sportzentrum im Talboden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.